Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen On The Road Daily Vlog Video. Machen wir Licht, sonst seht ihr mich nicht. Wir haben schon fast 9 und heute ein bisschen später unterwegs, weil wir waren den ganzen Tag beschäftigt und morgen komme ich auch nicht dazu, weil da ist ja Wochenende. Die Leute gucken mich schon komisch an. So, und weil morgen Ostern ist, komme ich nicht dazu. Doch, komme ich schon dazu, aber komme ich nicht zum Arbeiten. Und gestern durfte ich rein theoretisch nicht arbeiten, weil ja Feiertag war und ich kam da auch nicht dazu zum Arbeiten, weil ich einfach so K.O. war noch vom Arbeiten an der, am Cadillac. Machen wir wieder Licht an, hier sind keine Menschen. Und ja, genau. Und ich, was wollte ich sagen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich es vergessen. Was wollte ich jetzt sagen? Also auf jeden Fall ist das Gute jetzt. Jetzt können wir ganz gemütlich, keine Autos unterwegs. Wir haben schön Ruhe. Es ist nicht so mehr so warm. Heute Mittag hat es ja 25 Grad, glaube ich, fast gehabt. Ich glaube, es waren 24. Aber warm genug auf jeden Fall. Und ja, jetzt können wir ganz gechillt unsere Arbeit heute noch machen. Haben auch heute nicht so viel, also wirklich nur ganz, ganz wenig. 1,5 Stunden werden wir unterwegs sein, das ist wirklich in Ordnung. Und dann den restlichen Abend werde ich dann nur so 1-2 Stunden mit Zocken verbringen. Und wenn ich das dann gemacht habe, gehe ich in die Haie, weil wir morgen früh aufstehen, wieder was im Garten machen. Und dann halt anschließend zur Mutter von Xialin fahren und Ostern feiern. Ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr an Ostern macht. Geht ihr zu eurer Oma? Seid ihr zu Hause? Zockt ihr einfach nur? Feiert ihr überhaupt Ostern? Kriegt ihr Geschenke? Wenn ja, was? Wollt ihr überhaupt irgendwas geschenkt haben? Wenn ja, was? Wenn nein, dann nein. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ihr da schreibt. Ja, heute üblichen 2 Gebiete. Wir haben eine Beschwerde bekommen. Da gehe ich heute persönlich hin. Das regt mich jetzt ein bisschen auf, weil ich hundertprozentig genau weiß, dass ich bei dieser Person gewesen war. Aber die Person hat gesagt, ich wäre nicht da gewesen. Ich habe den sogar noch gegrüßt, habe noch Servus gesagt. Ich bin da. Ich beliefere sie. Und was macht er? Er ruft gleich am nächsten Tag oder so bei meiner Chefin dann und sagt, ja, ich habe keine Belieferung bekommen, was ist da los? Also was ist dann, also wirklich, da gehe ich, bei solchen Leuten gehe ich immer persönlich hin, weil das sehe ich gar nicht ein hier, mich hier, da hatte ich schon mal früher einen, da bin ich dann 2-3 Mal hintereinander persönlich hingegangen und gesagt, hier, bitteschön, ja, da klinge ich auch morgens oder nachts um 10, ist mir scheißegal, weil ich lasse mich hier nicht als schlechter Mitarbeiter dann abstempeln, nur weil irgendjemand zu inkompetent ist, die Ware entgegenzunehmen. Also wirklich, meine Güte. So, auf jeden Fall, leider ist auch der Akku nicht mehr so voll vom Handy. Als ich losgefahren bin, waren es 15%. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich gleich leer sein wird, wenn wir während der Aufnahme. Oh, was haben wir denn da? Ein britisches Taxi. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega nice. Ja, genau. Also, deswegen könnte da heute nicht ganz so viel dabei sein, aber das macht nichts. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein wunderschönes Ostern morgen. Also ein wunderschönes Ostern, beziehungsweise heute, weil wir machen das Video immer ein bisschen im Voraus. Ich glaube, das habt ihr auch gar nicht so richtig groß mitbekommen, dass wir das inzwischen im Voraus machen. Also beziehungsweise ich es an dem Tag drehe und am nächsten Tag kommt das Video, weil ich das Problem habe, wenn ich das Video am selben Tag bringen will, muss ich das schon irgendwann morgens um 9 drehen, damit das pünktlich kommt. Deswegen habe ich beschlossen, ich drehe das Video und am nächsten Tag kommt dann das Video, also ein Tag verzögert, sonst schaffe ich das ja gar nicht. Also seltenst schaffe ich das. Deswegen machen wir das jetzt inzwischen so. Nicht, dass ihr euch da wundert, der erzählt, morgen ist Ostern, das ist doch heute. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, genau. Boah, du hast aber einen Schaden drauf. Boah, Speedy Gonzales, hey, Wahnsinn. Ich bin gut drauf. Wie gesagt, morgen Ostern. Ich finde das immer schön. Bei Xialins Eltern, bei Xialins Mutter und Schwester. Ich mag die. Und gibt's immer, ist immer eine schöne Abwechslung. Ne? Wir sind weg vom Alltag.
Und ja, worauf ich mich natürlich immer mehr freue, was mir schlaflose Nächte beschert, ist die Corvette und die anderen Autos, die demnächst uns bescheren werden. Das wird natürlich sehr schön. Wir haben auch schon ein bisschen geplant, was wir so machen. Also wir wollen zum Beispiel nach Wien fahren und ja, so ein bisschen in Bayern was uns anschauen. Also das wird schon richtig cool, da freue ich mich schon. Das wird schon eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, genau. Also eigentlich so. Ja, bevor jetzt der Akku leer ist, liebe Leute, machen wir hier jetzt Schluss. Es ist ja eh dunkel. Und ja, genau. Deswegen, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stand der Dinge, wie gesagt, feiert Ostern schön. Genießt diese Zeit. Morgen machen wir dann auch nochmal ein kleines Video. Vielleicht ist dann Xirlin auch mit im Rad. Und dann also im Auto für die Szene, wo wir zu ihrer Mom fahren. Dann können wir da auch noch ein kleines Videochen drehen. Ja, was gibt's noch? Ich glaube, morgen bzw. heute dürfte noch ein Video kommen vom, weil wir waren im Baumarkt gewesen. Das war auch der Grund, warum ich heute so spät unterwegs bin, weil wir ja, so viel im Garten gemacht haben, am Teich. Aber schaut euch am besten das Video an. Ich schätze mal, morgen wird es kommen oder übermorgen. Was ist denn da vorne los? Schlafen wir denn schön? So, noch gar keine Schlafenszeit um 20:30 Uhr. Gut, Sandmann ist schon vorbei, ne? So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, Like da lassen und Abo nicht vergessen. Wenn ihr das eh schon, wahrscheinlich habt ihr das eh schon. Also, bis dann. Tschüssi, vielen Dank. Munge, munge.